um noch einmal auf die Kinderproblematik zurückzukommen, oder die als Problematik gewertet wird, von unserer lieben BRD und lieben Herrn Bürgermeister. Herr Bürgermeister hat ja damals in seinen Rechnungen ja auch mit eingebracht, dass eine Frau ab 35 keine Kinder mehr zur Welt bringt. Dummerweise ist das ja ein bisschen hinten ausgegangen, die Rechnung. Jetzt haben wir einen Mangel an Kindergartenplätzen. Ja, so sieht es aus mit unseren lieben Herrn Freund. Gut. Wir haben die nächste Veranstaltung oder das nächste Entertainment am 6.6. in Niklas, wenn ich richtig informiert bin, um 19 Uhr. Da ist wieder Gemeinderatsversammlung. Also ich kann bloß sagen, geht mal auf. Ihr wisst nicht, ob ihr lachen, heulen oder beides machen sollt. Wie dort gedacht wird und umgesetzt wird, ist eine blanke Schande. Und wie sich der Bürgermeister natürlich auch noch von unserem kleinen Hitler noch zum Schutz davor hinstellt, ist eine absolute Schande. Und sowas ist nicht repräsentativ für Mösne. Sowas ist widerlich. Und beim besten Willen, unter diesen Umständen, muss ich ganz klar nicht nur als Teil des Organisationsteams von der Mösen-Demo hier sprechen, sondern auch als offener Bürger. Herr Ehmann, Herr Freund, in Anbetracht dessen, dass Sie beide zusammenarbeiten, hier eine Regierung bilden, die gegen die Menschen ist, kann man hier bloß ganz klar sagen und noch die Denkmäler hier von Kriegsopfern versauern lassen, ist für Sie eigentlich bloß noch eins zu rechtfertigen, und zwar der Rücktritt. Gut, wie gesagt, jetzt kommen wir mal zum anderen Thema und zu dem Referendum zum Verweserwahl, was wir halt parallel mitlaufen lassen. Den wollen wir uns auch näher zufügen, weil selbst wenn wir den Freund wegbekommen, was kommt denn danach? Es ist nicht ausgeschlossen, dass vielleicht noch ein schwerer Krimineller dann in die Nachfolge treten könnte, der uns alle bloß täuscht, wie es der Freund gemacht hat, und dann wieder das wahre Gesicht präsentiert. Und da ist dann wirklich zu überlegen, wollen wir was Richtiges machen, werden wir es machen, oder machen wir wieder bloß alles mit halbem Arsch und wundern uns dann wieder, warum wir wieder nur zahlen, unsere Kinder dann unter Umständen sich im Dunkeln gar nicht mehr auf die Straße getrauen können. Es gibt ja jetzt schon die Ersten, die sagen, ich getraue mich selbst Kerle im Dunkeln nicht mehr an einzelne Orte von Mösen. Und das ist eigentlich, kann nicht unsere Entwicklung sein. Das ist alles andere als Zukunft vorausschauend. Und mir wäre es lieb, wenn wir endlich mal richtige Volksvertreter hätten. Keine Politiker, mal Volksvertreter, die sich fürs Volk einsetzen, nicht fürs Kapital und zur Selbstverherrlichung, sondern mal wirklich mal für die Tatsache, für die Zukunft, für unsere Heimat und auch mal an die Geschichte mal denken, wo nämlich auch sehr viel verdreht worden ist, wo die Zensur der Presse endlich mal aufgehoben wird, ist halt gleich das Nächste, wo endlich mal die Wahrheit ans Tageslicht kommt. So, und da ist, wie gesagt, das, wo wir schon in Uwe das letzte Mal zum Sprechen hatten, sollte heute eigentlich Kurt Schumacher nochmal vorbeikommen. Den müssen wir aber entschuldigen, der ist krankheitsbedingt in seiner Familie, ist er zu entschuldigen. Er will das nächste Mal vorbeikommen. Und da haben wir als Ersatz heute den Uwe nochmal da. Da will ich mal direkt auf die Verweserwahl wieder mal darauf hinweisen, worauf es zu achten gibt, wie das zusammenhängt und so weiter. Und in welche Richtung das laufen soll. Wir wollen endlich wieder unsere Mitbestimmung, wir wollen endlich wieder als freie Bürger leben, wir wollen endlich mal frei unsere Meinung sagen dürfen, ohne uns in die linke oder rechte Ecke drücken zu lassen, sondern wir wollen endlich mal unterscheiden zwischen Wahrheit und Lüge. Das wäre doch mal was. Das Links und Rechts, das ist alles bloß künstlich hervorgehoben, damit die Oberen die Unteren immer gegeneinander sticheln lassen können. Aber wenn man mal zwischen Wahrheit und Lüge unterscheidet, dann ist nämlich die Obrigkeit der Parteien, Demokratoradel, bin ich auch einmal ganz stolz an. Dankeschön. Gute Bedankung.